inne. Ja, Freunde, und mit dieser sportlichen Nachricht begrüße ich euch zurück zu einer weiteren aufregenden Folge von GTA 5 in den Bonusteilen. Und was muss ich feststellen? Naja, ich will's mal so sagen. Erstmal Radio. Ich will's mal so sagen, unabhängig, dass wir eine richtig geile Karre haben, haben diese ganzen Fallschirmsprünge, die wir gemacht haben, überhaupt nichts, gar nichts bewirkt, was die Prozentzahl beim Spiel betrifft. Ich habe immer noch 72,7% und das ist nicht viel. Aber ich lasse mich nicht davon abhalten, wenn ich einmal was anfange, dann bringe ich das auch zu Ende. Und somit würde ich sagen, machen wir jetzt mal... Na, hier, die sind, glaube ich, näher. Machen wir die. Machen wir den jetzt hier noch. Und dann kümmern wir uns, wie gesagt, jetzt hier im Laufe des Teils einfach um die ganzen restlichen fehlenden Fallschirmsprünge. Und dann lasse ich mich einfach mal überraschen, wenn ich denn dann alle geschafft habe, was dann passiert. Was es danach gibt, ob es danach noch was gibt, das werde ich ganz spontan entscheiden. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ja, ja. Ich glaube, ich habe ein schnelleres Auto wie du. Und eine schönere Hupe. So, das wird jetzt hier eigentlich kein großes Ding sein, da hinzukommen. Das geht eigentlich, glaube ich, hier immer nur geradeaus. Uiuiui. Hubschrauber könnten wir uns eigentlich auch mal kaufen. Aber geil mit der Musik hier. Ah, ich wusste es. Ah, da das Kino würde ich gerne kaufen, aber habe ich leider noch nicht genug Geld. Ja, und wer passt jetzt auf mein Auto auf? Ist doch scheiße. So, dann wollen wir mal in die Luft gehen. Ich werde das jetzt hier auch durchaufnehmen. Also ich werde jetzt hier keine großartigen Pausen machen. Ich werde das dann nachher schneiden, dass es dann in schöne, gerechte Happen. Wo muss ich... Ach du Scheiße, ist das hoch. Ach du Scheiße, ist das hoch. Oh, Scheiße. Schon zu spät. Oh nein, Kontrollpunkt verpeilt. Ich habe gedacht, ich kann jetzt mal Gas geben. Hallo. La 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 la. Ein Stück runter. Ein Stück hoch vielleicht. Das gibt ja jetzt einen langen Flug, ey. Wenn wir so hoch sind, dass wir schon über den Wolken sind, denn da muss die Freiheit ja bekanntlich grenzenlos sein, denn hier sind alle Ängste und alle Sorgen. Ja, sehr gut. Ah. Boah, ist ja richtig Betrieb. Ich weiß, ich lasse mir jetzt extra Zeit. Aber das hat schon seinen Sinn. Ich möchte jeden Ring schön mittig treffen. Ja, das sieht gut aus. Vier bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel das vorhin waren. Also heute Mittag. Ich war währenddessen auch wieder ein wenig arbeiten. Wir haben es jetzt kurz vor, also 23.59 Uhr, um genau zu sein. Mittwochabend. Ja, das sieht sehr gut aus. So, das ist jetzt der vierte.
Habe ich auch noch nie gemacht, so einen Fallschirmsprung. Aber es muss richtig geiles Gefühl sein, wenn man sich das mal überlegt, wie schön langsam man hier runtergleiten kann, sich alles anschauen kann. Das muss bestimmt ein richtig geiles Gefühl sein. Würde ich gerne machen, aber ich hätte, glaube ich, kein Vertrauen in die Technik. Ich glaube, das war nicht ganz 100%. Scheiße. Okay, runter zur Küste geht's wieder. Oh, so weit wieder weg von meinem Auto. Von meinem heißgeliebten. Schön langsam anpeilen und dann schön mittig durch. Ja, das war nicht ganz mittig. Scheiße. Oh, wie viel denn noch? Noch zwei auf jeden Fall. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen zu hoch. Oh, ich glaube, der kommt gut. Ich glaube, der kommt sehr gut. Ja. Ach, noch mehr. Ach, du Scheiße. Moment. Nicht zu tief werden. Nicht zu tief werden. Das werden jetzt hier auf jeden Fall noch viele, viele Folgen werden. Also ich denke mal so vier auf jeden Fall, wenn nicht vielleicht sogar fünf. Weil ihr seht es ja hier gerade, der Flug selber dauert schon sehr lange. Das Dahinkommen dauert und das alles dann zusammen gibt noch viele, viele Bonusfolgen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass das auch irgendwas an der Prozentzahl macht vom Spiel. Weil man reißt sich hier buchstäblich sonst was auf und dann kriegt man noch nie mal was dafür. Das ist dann schon ein bisschen mau. Um es mal galant auszudrücken. So, wie viele noch? Aber ich meine, auf jeden Fall besser als das Fahrradrennen gegen Mary Ann. Also das auf jeden Fall. Was mir auch noch quer im Magen liegt, davon abgesehen. So, das vor... Ach, guck mal, ich komme zurück zum... Nein, doch nicht. Das sieht nur so aus. Ich hätte jetzt gerade gedacht, ich komme zurück zu meinem Auto, aber das sieht nur so aus, weil oben am Rand der Karte wird einfach die Position in... Also, wenn man die in gerader Linie weiter nach oben verfolgt, einfach nur angezeigt, wo sich unser Auto befindet. Das sieht immer so verdammt knapp aus von hier hinten. Boah, das war knapp. Alter Verwalter. Ja, jetzt, so, je weiter ich runterkomme, desto schwieriger wird es. Oh Gott. Ey, wenn das jetzt nicht klappt, ne? Wenn das jetzt nicht klappt mit der Landung. Weil je weiter runter wir kommen, desto schneller wird die ganze Kiste hier. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, Punktlandung! Leck mich! Aber sowas von. Bonus für Kontrollpunkte. Jawohl, genau. 94. Jawohl! Schick, schick, schick. Schauen wir direkt mal auf Fallschirmsprung. Verdammt. Oh, immer noch auf Platz 2. 591. Scheiße. Aber guck dir das an. Alle haben 501. Da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Nee, nee. Das weiß ich. Das kann man erschnüffeln. Irgendwas stimmt da nicht. So. Dumm, dumm, dumm. Jetzt, wo sind wir überhaupt? Ach, guck mal. Wir sind eigentlich fast wieder da, wo wir vorher waren. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal, zack, da wieder hinbegeben. Eigentlich nur erstmal Musik. Ach, da oben. Das ist cool. Oh, da war... Oh. What is this bullshit? Allerdings. Blöder Stein. Oh Gott, kommen wir jetzt hier hoch? Komm, Michael. Lauf, 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 lauf. Dein Auto wartet auf dich. Nee, danke.
dich habe ich gerade abgekaspert. Jetzt fangen wir mal hier an. Ach du Scheiße, was? Geht denn bitte ab? Was geht denn bitte hier ab? Was? Wieso einmal im Karree? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Das ist ja mega Umweg. Halt! Nee, doch weiter. Hier weiter. Okay. Aber wieso? Uiuiui. Das ist mal eine Kurve hier. Da oben in den Bergen. Aber ich frage mich jetzt gerade, warum wir jetzt diesen riesen Umweg machen. Ach du. Ah, scheiße. Ich glaube, ich weiß warum. Oh, ich will mein Auto nicht verjubeln hier. Ja, hier, da oben ist es nämlich. Shit. Was ist, wenn ich... Moment, was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier... Nee, das ist verkehrt. Ich musste erst darüber. Eieiei. Also wieder zurück. Und dann die nächste. Erstmal dann rüber zum anderen. Und dann nämlich hier. Und dann hoffen, dass wir da vielleicht eine Abkürzung finden. Nicht! Boah! Eine knappe Kiste hier. Eine ganz knappe Kiste. So, da drüben können wir dann rüber. Scheiße! Ach, scheiße. Ja, genau. Nein! Scheiße. Kinder, das möchtet ihr bitte... das dürft ihr nie... Nein, oh Mann. Oh. Ein Zacken verkehrt und schon hat man den Bums. Das ist zum Mäusemelken. Boah, hier kann man ja gar nicht überholen. Oh, jetzt geht er mir auch aus dem Weg hier. Wo sind wir hier überhaupt? Ja. So, warte mal. Moment mal. Da ist doch der Heli. Jetzt guckt euch mal diesen riesen Umweg an. Das ist doch lächerlich. Das ist doch echt lächerlich gerade gewesen. So, dann wollen wir mal den nächsten machen. Wer passt auf mein Auto auf? Ach, gar keiner. Der schließt das noch nicht mal ab. Habt ihr das auch schon mal festgestellt? Here we are! Should be there, Stam, man! Only one way to find out! Mhm. Und wo geht's jetzt diesmal hin? Ach nee, schon wieder! Oh, schon wieder so ein Kack. Ey, jedes Mal. Wo sind wir jetzt mit mir hingeflogen? Hier in der Nähe, da sind wir doch von da hinten rechts hier rüber gefahren und dann da... Also unser Auto müsste eigentlich in der Nähe stehen, theoretisch. Aber nur ganz theoretisch. Ich denke mal, dass da hinten links soll das Kraftwerk sein. Kann das sein? Ja, weil hier jede Menge... Windkrafträder stehen. Guck mal, da sind sogar einzelne Rotorblätter, die da unten liegen. Das ist ja auch geil gemacht. Was man von hier oben alles sieht. Ah, das sieht gut aus. Perfekt. Naja, fast. Ich glaube, das war ein bisschen ein Ticken zu weit oben. Guck mal, ein Segelflieger. Segelflugzeug, oder? Ne, ein Propellerflugzeug. Oh, ich glaube, das könnte zu weit... Oder? Na, geht noch. Da unten! Ach du Scheiße, die Windkrafträder machen aber eine Menge Wind.
das da vorne steht, das ist schon mal gut. Oh Gott. Ich hoffe, da bläst mich jetzt hier nicht weg. Ah, wobei es geht. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir hier nur noch gucken, dass wir uns hier nirgendwo aufhängen. Ach, fast. Mist. Kacke. Bonus für alle Treffen. Ja, 67 nur. Kacke. Das gibt, ja, das dachte ich mir schon. Dritter Platz. So ein Kack. ja, danke. So, wo steht mein Eutücken? Wo bin ich? Wo? Interessanter Ort. Dingi? Kfz-Abschleppdienst. Was ist denn mit der Karte los? Willst du mich verarschen? Hä? Muss er sich erst zurechtfinden, oder was? Was ist mit der Karte los? Jetzt? Ja, oh, Gott sei Dank. Aber wo ist mein Auto? Das stand hier. Es wurde entführt. Ah, jetzt mal ohne Quatsch. Wo ist mein Auto? Mein Auto ist weg. Wie assi ist das denn? Da sagen wir jetzt nichts zu. Da sagen wir jetzt überhaupt nichts zu. Was ist das eigentlich? Yoga. Nee. So einen Kack fangen wir nicht nochmal an. Wobei jetzt mit der Steuerung übers Gamepad müsste das eigentlich ziemlich interessant werden. Ja, toll. Kommt man da eigentlich hoch auf die Dinger? Boah, wie sich das anhört. Und welche Richtung laufe ich überhaupt? In die verkehrte. Da hinten ist die Straße. Ey. Das finde ich zum Kotzen, weißt du? Man hätte ja mal wenigstens hier irgendwie so ein Motorrad hinstellen können, so wie eben oder so. Ja, mitten durch den Busch, ist klar. Aber hier ist gar nichts. Nichts. Ah, ich gehe wenigstens in die richtige Richtung. Moment, was ist denn, wenn ich... Can you get a cab here as soon as possible? No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Great. Oh. 2 Minuten. Hm. Was ist das? Rennen? Ich bin dabei. Tja, von wo könnte der jetzt kommen? Da ist der Tester. Das ist ja ein Ding. Nein! Oh. Wegpunkt. Grapeseed. Right away, sir. Überspringen teurer. Let's go. Buckle up. Da. Ach, das gönne ich mir jetzt. Ich hätte F gedrückt halten sollen. So ein Kack. That's the ride, my man. 114 Flocken. Bist du denn bescheuert? Aber naja, vielen Dank. Wer hat denn hier gerade gefeuert? Was macht er da? Er verfährt sich. Okay, man, it's next level time. We're going out to knock on heaven's door. Ich glaube, ich kaufe mir auch gleich einen Heli. Meinen eigenen Heli. Shit, this is high. Rather you than me, mate. Oh wait, this was my idea. Der Fall von was auch immer. Ich kann das nicht sehen, weil FPS-Zahl, ne? Ihr kennt das. Und wieder die Kacke. Oh. Glaube ich war ein bisschen zu hoch. Eieiei. Hm.
Die Frage ist jetzt die Treffergenauigkeit. Zählt die für jeden Ring oder zählt die nur für den Schluss, also sprich für die Landung? Das ist die Frage. Was war das? Was war das? Ist der Heli abgestürzt oder was? Na? Oh Gott, in die Berge rein. Ach du liebe Zeit. Aber jetzt sehe ich wenigstens mein Auto. Tja, Freunde, was soll ich sagen? Es ist aufregend. Es ist so aufregend. Mir beim Spielen so zu gucken. Wahnsinn. Aber hey, wie gesagt, über 6000 Leute machen das schon. Und dafür danke ich euch aus tiefstem Herzen. Da schon wieder. Will mich einer abschießen oder was? Was war das da links? Und ja, ich schaue, dass ich noch irgendwas Schönes finde, was ich dann als Abonnentenspezial dann auch raushauen kann. Was der, naja, dem Anlass auch entsprechend ist. Und da lasst euch einfach mal überraschen. Ich hoffe, ich finde was, wirklich. So, jetzt, oh, ganz toll. Nein. Einmal drehen, bitte. Und dann danach hinten. Ah, das ist auf jeden Fall auf der richtigen Seite, wo mein Auto steht. Oder? Nee, was macht das? Die Insel ja hier. Ja, richtig, genau. Das ist hier mehr so Trevor-Gebiet. Ich möchte nicht wissen, wo der wieder überall rumhängt. Hm, das kommt, glaube ich, ein bisschen, oder? Nein, das kommt super. Mitten durch. Der war gut. Okay, dann geht's da nach hinten. Ah, sehr schön. So, dann da links, jawohl, und dann denke ich mal, ist das übernächste dann auch schon die Landung, oder? Aber wieder so weit weg von meinem Auto. Ach, guck mal, da rechts unten an dem Berg, da ist der Irre da mit den Aliens. Erinnert ihr euch noch, wo wir mal hingefahren sind? Oder ist das nicht das, was der da so gemalt hat? Ist das nicht so herzlich willkommen oder so, Aliens? Das fehlt mir auch noch irgendwie. Die Aliens. Mir fehlt ja noch so viel vom Spiel, was ich gerne sehen würde und euch vor allen Dingen auch zeigen würde, aber 72,7%. Und ich würde echt gerne wissen, was hier wirklich das Zünglein an der Waage ist, was hier wirklich Prozente bringt. Weil es kann ja nicht sein, dass ich hier einen falschen Sprung nach dem anderen erfolgreich absolviere und dann sich überhaupt null an der... Oh, die fliegen aber hier echt tief. Und sich ja dann null an der Wertung sich verändert. Das kann es irgendwie nicht sein, aber nun gut. Schauen wir gleich mal beim nächsten Speichern. Ah, der kommt auch sehr schön mittig. So, da unten sehe ich schon die Landung. Sehr schön. Ach, guck mal, der ist da auch links auf dem Flugplatz gelandet. Da links im Bild könnt ihr noch ein bisschen sehen, wie er jetzt dreht. Nicht schlecht. Ja. Ah, auch wieder sehr schön mittig. So, jetzt wieder die Landung. Das wird immer mein größtes Problem. Schön die Füße hochhalten, Michael. Oh. Nein, 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 nein! Zu weit entfernt. Ach nee, den ganzen Rotz nochmal. Ach nee.
Versuchen wir es mal in der schnelleren Variante. Oh, das war jetzt aber wirklich sehr schnell. Oh, man kann ja aber auch echt... Boah, so... Hab ich den? Oh, warte mal, langsamer hier. Wenn man so weit weg ist, dann kann man den echt megamäßig schlecht... ...timen. Tiefer, tiefer, ganz viel tiefer. Uiuiuiui.